Hey, ich begrüße euch hier bei der Social Media Week, die zum 9. Mal in Hamburg stattfindet. Neben mir sitzt Frank Steinecke. Er ist Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Uni Hamburg. Und Sie waren gerade als Experte Gast beim Vortrag mit dem Titel Virtual Reality, Pornografie und die Intimität der Zukunft. Herr Steinecke, ist menschliche Intimität durch moderne Technologie ersetzbar? Also ich glaube, sie ist auf jeden Fall nicht ersetzbar. Ja, aber was wir natürlich beobachten durch verschiedene Technologien, ist, dass die in unseren normalen Lebensalltag Einzug erhalten. Ja, und das betrifft natürlich Intimität genauso wie Unterhaltung oder vielleicht das Arbeitsleben. Und da beobachten wir natürlich seit vielen Jahren schon, dass durch das Internet, das Smartphone oder sonstige Entwicklung diese Technologie eben auf gewisse Art und Weise ein Stück weit verändern kann, erweitern, erreichern kann, wie wir Menschen miteinander auch intim werden. Ja. Sie haben selbst mal 24 Stunden hinter einer VR-Brille in Virtual Reality verbracht. Was macht das denn in meinem Gehirn im Unterschied zum Realerlebten? Also im Moment muss man sagen, dass die Virtual Reality noch nicht so perfekt ist, dass ich es nicht unterscheiden kann. Ja? Das heißt, wenn ich so eine Brille aufsetze, erkenne ich schon noch, das ist hier computergenerierter Inhalt, der nicht gerade der Realität entspricht. Und obwohl wir visuell und auditiv schon ganz gut sind, fehlt es vor allem noch an Haptik, an Geruch, an Geschmackssinn, also meinen anderen Sinn, die mir immer verraten, ich bin gerade nicht wirklich in der realen Welt. Trotzdem reagieren wir an ganz verschiedenen Situationen sehr, sehr ähnlich dazu, wie wir auch in der Realität reagieren würden. Also wir haben das in vielen Experimenten gemacht, wo wir Leute unter Stress setzen zum Beispiel. Ja? Das heißt, entweder im Bereich sozialer Phobien, das heißt, sie müssen Reden halten vor ganz vielen Agenten, oder wenn sie Angst vor Spinnen haben, lassen wir virtuelle Spinnen über ihre Hand laufen, oder wenn sie Angst vor Höhen haben, laufen sie immer so eine Planke drüber. Und da beobachten wir ganz ähnliche, sowohl objektiv messbare Verhaltensweisen, auch subjektive Berichte, dass die Probanden eben sagen, das war ein Erlebnis, was dem Realen sehr, sehr nahe kommt. Das heißt, unter Stresssituationen fangen sie auch in der Virtual Reality an zu schwitzen, ja, oder ihre Herzrate geht nach oben, obwohl sie wissen, es kann eigentlich nichts passieren. Ja. Und das liegt eben daran, dass unser Gehirn nie so richtig gelernt hat, in den letzten 250.000 Jahren zwischen Realität und Virtualität zu unterscheiden. Das gibt es erst seit, sage ich mal, 2, 3 Generationen, dass wir irgendwie computergeneriert uns Content anschauen können. Und unser Gehirn muss erstmal lernen, hier zwischen Realität und Virtualität zu unterscheiden. Und demzufolge ist es auch ganz natürlich, dass wir, wenn wir erstmal was sehen, erstmal annehmen und die gleichen Mechanismen und Verarbeitungsprozesse abrufen, als wäre das real, auch wenn es virtuell ist und wir eigentlich bewusst wissen, dass es rein virtuell ist. Und ist VR dann nur was für Gamer und die Pornoindustrie? Also welche Anwendungszwecke sehen Sie noch, die sich anbieten würden? Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Anwendungszwecken, die gerade der Gamer-Bereich und auch der Pornografie-Bereich ist im Moment so ein Bereich, ähnlich wie wir das im Internet erlebt haben oder auch im Computerspiele-Bereich, dass das ein bisschen nach vorne treibt, ja, und im Moment da sehr viel Geld verdient wird. Für uns sind sehr spannende Anwendungsfelder die Bereiche Gesundheit. Also wir haben ganz viele Projekte, die sich damit beschäftigen, wie kann ich diese Technologien benutzen, um gewisse Krankheitsbilder zu adressieren. Ganz dominant bei uns gerade das Thema Demenz. Also kann ich VR nutzen, um Demenzpatienten zu behandeln, und wir machen das viel in Bewegungsspielen. Also die älteren Probanden haben dann eben diese Datenbrillen auf und können natürlich im Raum miteinander interagieren, können dabei gleichzeitig motorische als auch kognitive Aufgaben eben erfüllen, und das eben viel spannender und auch viel effizienter, als ich das in der realen Welt eben machen könnte. Und da gehen wir jetzt in die ersten Langzeitstudien, um zu schauen, ob wir damit zum Beispiel Demenz ein Stück weit im Fortschreiten zumindest aufhalten können. Mal ganz naiv gefragt, wie könnte eine Zukunft hinsichtlich VR aussehen? Also was wir sicherlich beobachten werden, ist, dass die unterschiedlichen Technologien, die wir derzeit haben für, sage ich mal, Virtual Reality, also ich setze die Datenbrille auf und bin vollständig in der virtuellen Welt, und Dinge wie Augmented Reality, also ich setze irgendwie so eine Brille auf, mit der ich immer noch die Realität sehe, aber so virtuelle Informationen überblenden kann, dass das beides verschmelzen wird. Also das wird am Ende ein Display-Medium sein, mit dem ich eben einfach beides machen kann, weil mir das einfach viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Und im Moment beobachten wir eben, dass diese Brillen noch sehr klobig sind, sie sind ein bisschen schwer, also viel besser als noch vor vielen Jahren, aber sie sind eben noch, sage ich mal, von ihrem menschlichen Faktor eben noch nicht so, dass ich sie tagtäglich mit mir rumtragen möchte. Wenn wir die runterkriegen auf eine Größe, sage ich mal, von einer normalen Sonnenbrille oder dann irgendwann auch auf die Größe von Kontaktlinsen, ja, dann ist das natürlich was so disruptiv sein wird, wie wir das mit den Smartphones beobachtet haben. Ja. Wenn ich eine Kontaktlinse habe und mir die Informationen direkt anzeigen kann, wo ich sie brauche, entscheiden kann, ob ich jetzt vollständig eine virtuelle Welt um mich herum haben möchte oder ob ich nur rein virtuelle Informationen haben möchte, dann wird das sicherlich was sein, was dann nochmal wirklich ein neues Paradigma auch schaffen wird, wie wir mit solchen virtuellen Umgebungen und virtuellen Welten interagieren werden.
Und neben den positiven Möglichkeiten, also dem eigenen Konsum von Inhalten jeglicher Art oder dem schnelleren, direkteren Zugang zu Informationen, sehen Sie auch Gefahren in dieser Technik? Na klar, das ist wie bei jeder Technologie, haben wir immer positive und negative Dinge, die wir damit machen können. Das hängt natürlich im Wesentlichen einfach auch von den Anwendungen ab, die für diese Technologien eben geschaffen werden. Das ist die sogenannte Dual-Use-Problematik und die kennen wir eben aus allen Technologien, gerade im Kontext der Informatik eben auch zu Genüge. Nichtsdestotrotz darf man deswegen die Technologie als solche nicht verteufeln. Ja? Wir haben das Problem des Messers. Ja? Messer ist super, um mir mein Brot zu schmieren, aber ich kann damit auch Menschen erstechen. Ja? Trotzdem ist es ein sehr, sehr nützliches Werkzeug. Und so sehe ich das eben bei VR auch. Nichtsdestotrotz müssen wir schon Vorsicht walten lassen, auch mit den Dingen, die wir dort darstellen. Das ist aber jetzt gar nicht so viel anders zu den bisherigen Medien. Also ob ich jetzt über ein normales Computerspiel nachdenke oder ein VR-Spiel über einen normalen pornografischen Inhalt oder den in VR konsumiere, habe ich zwar durch VR so eine gewisse Steigerung der Immersion, also ein höheres Präsenzgefühl, dass das wirklich passiert, aber es ist nur eine leichte Steigerung, ja? Und die Problematik habe ich eigentlich schon bei den Computerspielen, habe ich schon bei dem Internet und insofern bedarf es da keiner neuen Richtlinien oder Gesetze, sondern nur einer strikten Anwendung der existierenden, also ein Verbot beispielsweise von extrem gewalttätigen Informationen oder Kinderpornografie sind ein absolutes No-Go in dieser Technologie, wie in jeder anderen Technologie eben auch. Ja, aber man sollte sich eben schon bewusst sein, dass wenn ich dort Inhalte präsentiere, die eben ein bisschen stärker präsenzartig wahrgenommen werden. Ja? Und das heißt, das muss man einfach berücksichtigen, wenn ich mir dort einen Horrorfilm anschaue, ja? Nehme ich den halt ein bisschen stärker wahr als den normalen Horrorfilm. Trotzdem gelten sozusagen die gleichen Regeln an der Stelle, aber das muss man einfach ein Stück weit berücksichtigen. Vielen Dank, Herr Steinecke, für Ihre Einschätzung. Ja, ich denke, es bleibt abzuwarten. Wir werden es sehen, inwieweit diese Technik unsere Zukunft gestalten wird. Ich schaue mich jetzt noch ein bisschen hier auf der Social Media Week um. Macht es gut. Ciao.